Gumpf, was war da jetzt gerade an Hintergrundgeräusch? Oh! Hier, warte. Ich mache jetzt einfach noch kurz das hier. Oh. Ist mir schrecklich unangenehm, dich immer so hin und her hetzen zu müssen. Aber die Zeit drängt. Wir brauchen dich bei der Erzsalmfabrik im nördlichen Tanadan. Die vierte ist bereits vor Ort. Melde dich zunächst bei Valred. Er wird dich über die Lage informieren. Ich reise derweil nach Oder, um mich mit Hauptmann Ulbert abzustimmen und die Einsätze der übrigen Einheiten zu koordinieren. Die Operation im nördlichen Tanadan lege ich vertrauensvoll in deine Hände. Und tschüss. Oh nein, was kommt jetzt? Ich hasse die Quests mittlerweile. Dein nächstes Abenteuer führt dich ins nördliche Tanadan? Ja. Wir werden den Sonnenstein ebenfalls für eine Weile verlassen, als Gleitschutz für Lamin. Die hat etwas in Uda zu erledigen. Die Handwerkssammler zu leveln geht besser, sobald du 80 erreicht hast. Dass du dann bessere Möglichkeiten zum Leveln hast. Gut, okay. Dann weiß ich Bescheid. Emphilia hat mich gebeten, ein paar alte Freunde in Uda zu kontaktieren. Zu dem ganzen Ärger mit dem Primate, den Ashians und den Flüchtlingsaufständen in Uda kommen nun auch die Bedrohung durch die Drachenquartas allmählich. Allmählich drohen uns die Probleme über den Kopf zu wachsen. Aus meinen glorreichen Tagen kenne ich noch einige einflussreiche Persönlichkeiten in der Perle der Wüste. Ich möchte versuchen, sie als Unterstützer für den Bund der Morgenröte zu gewinnen. Wir können jede Hilfe gut gebrauchen. Immer wieder, wer der Nerd ist. Du, ich bin ganz froh darüber. In der Stunde der Not müssen alle eher sehr zusammenhalten. Schön, dass auch ich meinen Teil dazu beitragen kann. Das habe ich meiner kleinen Oskilla zu verdanken. Aus ihr ist doch tatsächlich eine weise und mitreißende Anführerin geworden. Eine Quelle der Inspiration für uns alle. Ich informiere mich halt. Du warst dich erst auf 1000 Stunden auf der Uhr, oder? Oder? Hast du 1000 Stunden gespielt, Theranox? Aus ihrer Mutter hat sie im Handumdrehen eine Gefährtin gemacht. Nun bin ich auch Feuer und Flamme für die große Sache. War als Nachtigall von Uda sehr beliebt. Doch die Stadt hat sich verändert. Sie ist gefährliche Pflaster geworden. Damit unsere Nachtigall dort keine bösen Überraschungen erlebt, passen wir auf sie auf. Das ist nicht dein Ernst. 1400? Ernsthaft? Und ich mit meinen läppischen 190 Stunden. Ich habe gerade 190 Stunden in FF14 gesteckt. 190. 190. Fällt ein. Du mich auch. Theranox, wir haben dich alle ganz, 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 ganz doll lieb. Oh mein Gott. Ach ihr Lieben, in eurer Begleitung fühle ich mich absolut sicher. Luna hat bestimmt ein paar tausend Stunden. Ihr könnt nicht nachgucken, wie viel Luna hat. Also dann packen wir unsere 7 Sachen und machen uns auf den Weg. Ich weiß gar nicht, warte mal. Sofern ich das überhaupt sehe, weiß ich ja gar nicht. Aber es könnte möglich sein, dass ich es sehe. Würde mich nämlich auch mal interessieren. Okay, wollt ihr wissen, wie viele Stunden Luna gemacht hat? Okay, Luna hat 2896 Stunden in Final Fantasy 14. 2896.
weiß nicht, wie. Habe ich doch gut geschätzt. Ja. Ja. Alter. Alter Falter. So war das. Ich soll nach Gredanien, ne? Weißt du? Und nicht so mit süßen, zarten 190 Stunden. Was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Oh Gott, ey, Scheiße. Oh. Ja, ne? Teilchen. Da bin ich wieder. Kenne ich doch irgendwo. Ja. In der Tat. Ich krieg mal wieder nichts mit, ey. Bist du sicher, dass wir. Danke. Hi, Roger, was willst du für haben? Das kann ich dir nicht so. Das kann ich so nicht stehen lassen. Das kann ich so. Aber, Albert. Das kann ich so nicht stehen lassen. Aber. Du bist krass dumm, ob du nachher aus deinem tatsächlichen Fehler auf. Ey, das ist Luna schuld gewesen, teilweise. Also, nur teilweise. Nur teilweise. Luna hat das meistens organisiert. Ich kann doch Luna nichts abschlagen. Das würde ich für jeden von euch machen, wenn ihr Kastrum laufen wollen würdet. Ich würde fast alles machen. Anders kann ich mich ja gar nicht erkenntlich zeigen. Ich darf euch ja nie irgendwas geben. Ihr habt ja schon alles. Ich setze mir gleich die Leck und heute. So, warte, wie funktioniert das jetzt? So, warte, C. Dann hier drauf, ne? Warte mal. Ich mach das mal, wo ich weiß, dass da was drauf ist. Nicht reparieren. Reparieren ist scheiße. Das. Dann auf Aufheben, ne? Und dann, okay. Gleich stehe ich hier nackt, ey. Ah, ne, stehe ich nicht. Gut. Oh, scheiße. Ich habe kein Höschen an. Gut. Warum habe ich kein Höschen mehr an? Nur. Okay, oder? Ja, okay, so. Gut. Kannst du jetzt mit allen Teilen machen? Okay. Und warte mal. Aber hier sind sie dann noch. Hier sind sie dann noch so vorhanden, ne? Wenn ich sie dann wieder drauf anwende. Oder? Nein! Jetzt habe ich Scheiße. Jetzt habe ich die Kacke abgelegt, ey. Okay, gut. Stunden später. Da ist es ja egal, ne? Schätze ich. A few moments later. Ja, genau. Oh, toll, danke. Jetzt habe ich wieder meine Rüstung wieder. Danke. Danke. Warte mal. Ja, genau. Danke.
Vampir zum Affen, aber das weiß ich. Ich, ganz ehrlich, ich weiß schon, was Frisches morgen sagen wird. Na, haben wir pünktlich um 0 Uhr Feierabend gemacht? Wurde wohl doch ein bisschen länger. Diese zwei Sätze werde ich morgen von ihm hören. Genau diese beiden. Und das mit einem Grinsen auf den Lippen. Weil er ganz genau weiß, dass ich nicht aufhören konnte. Weiß es jetzt schon, ey. Oh. Oh, so, wo muss ich denn als nächstes hin? Ah, ne, warte, ich wollte zum Marktplatz, ne? Haha, ich werbe zum Marktplatz. Ich kann zum Marktplatz. Ich will zum Marktplatz. Ich hab mich wieder gefasst, ey. Albert, du weißt gar nicht, wie sehr ich dir dankbar bin, ne? Oh Gott. Also, ich fand das echt cool, eine Weile lang echt die Kostüme zu tragen, aber ich bin so ein Mensch, ich liebe es, meine neue Ausrüstung zu sehen. Wenn ich welche habe. Ich finde das... Ich liebe neue Ausrüstung zu sehen. Okay, der Bogen ist besser, das weiß ich doch. So, warte mal, jetzt will ich aber mal. Ja gut, da brauche ich nicht gucken, da kriege ich hier nichts. Ja, aber warte doch mal. Ich will doch nur mal gucken. Nur gucken, ich kaufe nichts, ich verspreche es. Außerdem schaffe ich es doch heute eh nicht mehr auf 60, beziehungsweise nach Heavensward. Ich guck doch nur mal. Ich will mir doch gar nichts kaufen. Guck doch nur mal. Okay, das sieht... Ich will doch nur einmal gucken. Okay, das sieht sowieso kacke aus. Ich guck doch nur. Werden doch jetzt sowieso nur die beiden, oder? Ja. Ja, werden nur die beiden. Die beiden sehen scheiße aus. Na gut, das eine geht. Das eine würde ich sogar holen. Das eine würde ich sogar holen, aber das... Nee. Nee, nicht dafür. Das hier würde ich sogar anziehen. Warte mal. Es gibt ein Babyraptor. Warte mal. Das Schokomuffin gehabt. Ich kann nicht anders. Was soll ich denn sonst mit dem Geld machen? Ich wollte nur das Schokomuffin haben. Soll ich lieber Hauptquest machen? Ich kaufe nichts. Oh, ein Küken gekauft. Ja, das war die Belohnung für den Kampf gegen den Drachen. Ja. Aber ich mag doch das Küken. Ich mein. Ja, genau. Ich hab gar nichts gemacht. Die Hand hat sich von selbst bewegt.
das war nicht ich. Das war eines meiner anderen Ichs. Oh, den Otter, den will ich auch haben. Das kriegen jetzt sogar den Tag. Ja. Oh, ich will diesen Otter haben. Ich will diesen Otter haben. Ja, ich will diesen Otter haben. Gott, ich will das Küken haben. Ich will das Küken haben. Ja, ich will das Küken. Ist total versießt. Oh mein Gott. Ich versuche mich gerade davon abzuhalten. Haben. Ich bin überhaupt... Ich belästige nicht. Mein Küken wird schon eifersüchtig sein. So, ich mach dann auch mal den Rest Hauptquest, ne? Halten Sie bitte von Pokémon fern. Ich fürchte, wenn wir uns dann 47 Mal... Ich will das haben. Wahrscheinlich. Ey, was stimmt denn mit mir? Das ist doch furchtbar. Ich finde die alle süß. Wahrscheinlich würde ich sogar einen Kackehaufen, der grinst, den würde ich sogar auch süß finden, wahrscheinlich. Ey, das ist unheimlich. So, warte, wo muss ich hin? Ich habe eben schon mal nachgeguckt, ich weiß es. Okay. Pokémon würde ich mal nicht. Ich glaube auch. Okay. Wenn ich schon bis 2 Uhr mache, muss ich auch noch ein bisschen Hauptquest machen. Gibt es den in verschiedenen... Dadel! Ey, wenn ihr jetzt sagt, den gibt es in verschiedenen Farben, ne? Dann hau ich euch. Und wenn man die farben muss, dann farbt ihr die mit mir. Da habt ihr keine Wahl mehr. Küken wird. Der Schoko wird dann pink gefärbt oder was? Nicht pink. Blau. Oder rot. Einen schwarzen Schokobo. Den gibt es ja wirklich im Final Fantasy. Einen schwarzen Schokobo. Ich weiß nicht, ob es hier den auch gibt, aber. Ein schwarzer Schokobo wäre cool. Zum Glück sind wir bei den Drachen sicher. Oh, schade. Na gut, als erstes. Als allererstes kommen die Ponys dran. Das wäre lustig. Den gibt es, glaube ich, nur in Schwarz. Ah. Mit Blau kann ich... Oh nein. Es wäre mir eine Ehre, an deiner Seite gegen die Galea zu kämpfen. Denke nicht, ich wäre noch derselbe Jüngling, der vor den Amalthor erzitterte. Seitdem habe ich viel dazu gelernt. Auch wir haben dich schon mal gesehen. Ja, die Lagebesprechung. Die Spione der Legion der Unsterblichen haben uns über galeische Truppenbewegung bei Raubbahns Trutz berichtet. Vermutlich haben die es auf die Erzheimfabrik abgesehen. Einen genauen Bericht kann die Legions-Fenrich Edelstein geben. Er hat von Hauptquartier Order erhalten, die Fabrik zu verteidigen. Ich sage inzwischen Hauptmann Alian Bescheid, dass du hier warst. Also dann. Ja, ja. Ich finde, meine Rüstung sieht echt immer noch cool aus. Macht mir jetzt ein bisschen was her. Also ich nehme mal, ich brauche immer noch die 18 oder 19, okay, die ganze Quest, bis ich meine Rüstung kriege dann, oder? Also wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, aber. Na, und so.
Jetzt haben wir probiert, die anzugreifen, dann vermuten wir das gar nicht. Oh, bitte sagt mir nicht, dass das in einer Inni ändert. Bitte sagt mir nicht, dass das in einer Inni ändert. Bitte sagt mir nicht, dass das in einer Inni ändert. Bitte. Weil dann weiß ich, wie es endet. Dann weiß ich echt, wie es ändert. Das ist ein gelungener Fehlschlag. Immerhin ist mein Gesellschafts-Schokobot dunkelblau. Dunkelblau ist cool. Ah, da bist ihr. Hat dir Edelschein Bescheid gesagt, galaktische Soldaten in voller Kampfmontur sind aus Castrum Meridianum ausgedrückt. Offensichtlich haben sie sich in zwei Trupps aufgeteilt. Der Haupttrupp befindet sich nördlich bei Dalamuts Clown. Ein kleiner Nebentrupp hält sich irgendwo nordwestlich von hier versteckt. Ist doch klar, während der Haupttrupp einen Abwehrungsangriff auf die Fabrik durchführt, wird der Nebentrupp versuchen, sich auf das Fabriksgelände zu schleichen, um Vorräte zu rauben. Hoppenbad. Wie ich sehe, sind euch die Kriegerinnen des Lichts und die Exegeten bereits zu Hilfe geeilt. Das beruhigt mich. Ich bin mit der dritten Einheit angerückt, um die vierte zu verstärken. Wer weiß, welche Geschütze die Galea auffahren. Müsst ihr unbedingt hin. Danke, Hauptmann. Zusammen verfügen wir über genügend Kampfkraft, um einer Präventivschaft in Erwägung zu ziehen. Aber wenn wir nicht funktionieren oder nicht genau sind. Oh Mann. Ja, es wäre gut, wenn die Galea gar nicht erst in der Nähe der Fabrik kämen. Wer weiß, welche Zerstörung sie sonst hier anrichten. Also Leute, ich schlage vor, wir knöpfen uns zusammen mit den vierten den Haupttrupp der Galea vor. Seid ihr bereit? Seid ihr dabei? Nein. Gut, gleichzeitig wird die dritte Einheit den Nebentrupp erledigen. Kriegerin des Lichts, kannst du dich ihr anschließen? Muss ich das tun? Kann ich das allein tun? Sehr gut, melde dich vom Tor bei Hauptmann Juju Hase, sobald du bereit bist. Juju Hase. Genau. Juju Hase. Du hast? So süß. Das ist mir näher, in seiner Seite zu kämpfen, blablabla. Überfallkommando der Galea, eine kleine Gruppchen aufgeteilt, ein bisschen Teil wird ebenfalls auf. Oh Gott. Ich habe große Befürchtung, dass es hier was ganz, 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 ganz schlimm ändert. Ich will nur noch diese Quest hier machen. Ach ja. Ich weiß, was ist so ein Reittier, oder? Ja. Dieses. Was da direkt vor mir steht gerade. Das habe ich aus Castrum bekommen. Unter anderem. Also nach der Beendigung der Hauptquest war. Also, der Hauptstory.
von A Real Reborn. So. Also, warte mal. Das ist das Ding hier. Das Ding aus FF6. Lauf. Denk was anderes, die Musik von Schokobo machen wir dann fertig. Terra Stream, ja, so schön, ey. Ich muss den sechsten Teil unbedingt spielen, aber wir, bei Final Fantasy stecken wir ja immer noch im dritten Teil fest. Muss ich unbedingt weiter spielen mit euch. Aber ich weiß nicht, ob euch das Leveln der Klassen interessiert. Weil zur Zeit, oder wahrscheinlich würde jetzt erstmal ganz viel Leveling anstehen. Und da weiß ich nicht, ob euch das interessiert. Im Stream. Ja, sonst müsste ich das nämlich alleine machen. Und alleine habe ich zurzeit keine Lust drauf zu leveln. Wenn ihr allerdings sagt, ja, wollen wir im Stream sehen, dann würde ich das machen. Dann würde ich das vielleicht für nächste Woche oder so mal einrichten. Dass wir wieder FF3 zocken. Wahrscheinlich am Dienstag. Dann. Abschließen. So, wie viele Quests sind es jetzt noch? 17, 18? Ich werde mir den Sound von den Mods aufstellen. Weißt du, Mini-Tipp. Echt, das geht? Würde ich nicht machen, aber. Es geht? Ach Gott. Da. Ja, dann was mal, dann geht's ja. Also ich habe mehr als genug zur Auswahl. Zum Glück. Ich würde sogar behaupten, ich hätte zu viele. Hier sind sogar Viecher, die ich brauche. Hey. Oh, hi. Ariman. Brauche ich sogar. Das sind eine der wenigen Viecher, die ich noch fürs Bestiarium brauche. Wo das denn? Man kennt nicht genug Monster. Ich genauso. Ich will ja nicht ohne Grundfarben. Problem ist halt dabei, ich kann es nicht alleine. Ich würde zerpflückt und vermöbelt werden. Und erreicht hätte ich da nichts. Sekunde noch. Gleich ist alles eingestellt. Gefällt dir meine Beute? Tja, manchmal geht einfach die Axt mit mir durch, weißt du? Ich weiß. Wie Orangé immer meinte, eine Axt steht einer Gelehrten nicht zu Gesichte. Was soll ich sagen? Ich mag Äxte. Schnell handeln erspart mir das Nachdenken. Nicht, dass ich nicht gern denken würde. Ich erinnere mich oft an den Mann, der mir die Freuden des Lernens gezeigt hat. Auch wegen ihm bin ich diesmal nach Eorzea gekommen. Und natürlich wegen Orangé, dem alten Umstandskrämer. Ein Wunder, dass wir überhaupt miteinander ausgekommen sind. Tja. So, das wär's. Warum habe ich das Gefühl, dass gleich was ganz, ganz Schlimmes passieren wird? Ja, das sieht doch gut aus.
Bei der Stärke sollte auch die Umgebung nicht aus dem Gleichgewicht kommen. Hast du das? Wie nah bin ich vor der nächsten Inni? Das ist der, wie wir daraus einen kräftigen Strahl bündeln, muss ich mir noch überlegen. Aber immerhin ist das Problem der Energiezufuhr gelöst. Daraus basteln wir dir eine erstklassige Lichtklinge zusammen. Du wirst sehen. Ich grüße dich, Kriegerin des Lichts. Dächer. Ein Arschien, verflucht. Er will uns aufhalten. Das Zeichen der Schaleana. Eine Wiederkäuerin des Wissens, getrennt von ihrer bücherblätternden Herde, hm? Ich verstehe zwar nicht, was du da faselst, aber es klingt mir verdammt nach einer Beleidigung. Deine Instinkte leisten dir gute Dienste. Aber komm, leg doch wegen mir nicht dein hübsches Gesicht in Falten. Lass mich meine Worte an jemanden richten, der sie versteht. Endlich begegnen wir uns, Kriegerin des Lichts. Ich bin Nabriat. Wie lange geht er ungefähr? Dann? Und du bist mir schon lange ein Dorn im Auge. Da ertrage ich Lahabreas wichtigtuerische Präsenz, um einer Sterblichen die Kräfte einer Göttin zu verleihen. Und du machst alles zunichte. Was? Wer wird denn gleich mit der Axt ins Haus fallen? Du musst zugeben, es war Notwehr. Moment mal. Wo ist denn deine Gabe? Ich spüre ja gar kein Licht von dir ausgehen. Ich muss noch mal in Kastrum rein. Hast du deinen Schützling im Stich gelassen? Oder allgemein von denen, die es gibt. Wozu verschwende ich hier meine Zeit? Du bist keine Gegnerin für mich. Ja, und besser noch. Ich glaube nicht, ne? Das Siegel ist gebrochen. Der Stab ist so gut wie mein. Damit werde ich mich über alle erheben. Gut. Merk dir meinen Namen, erloschenes Lichtchen. Nabrialis wird den Willen Zodiacs zum obersten, zum einzigen Gesetz der Welt machen. Ach ja. Okay, allgemein. Ja, gut. Weg ist er. Das darf doch nicht wahr sein. Nabrialis? Einer der hohen Ascheons etwa? Aber dieser Stab. Muss ja ein tolles Ding sein, dass er sich so darauf freut. Bei den Göttern. Er meint Tupsi Mati, den Stab von Louisoir. Minfilia ist in Gefahr. Wir müssen schleunigst in den Sonnenstein zurück. Oh nein. Normalerweise. Oh, hallo. Ein Bräu noch. So. Okay. Ach ja. So, und lass mich raten, sie ist jetzt ausgeraubt worden. Quasi. Das ging da jetzt wahrscheinlich komplett nach hinten los. Achso. Okay. Ja, kommst du hier endlich. Du
Schubsi Marti wird im Saal der Mohnkröte aufbewahrt. Nichts wie hin. Hoffentlich ist mit Filia noch nichts passiert. War doch klar. Den 12 sei Dank. Die lichtlose Kriegerin. Hast du vor, mich aufzuhalten? Lichtlos? Was soll das heißen? Oh, gar nicht informiert? Ich dachte, du wärst die Anführerin dieser Truppe. Die besondere Gabe der Kriegerin des Lichts hier hat mir bisher den Zutritt verwehrt. Gegen die ursprünglichen Vila Brea und den Paraklet hat euch das nicht viel geholfen. Aber wer, wie ich, von einer anderen Welt ist, hat eben immer das Nachsehen. Doch damit ist es nun vorbei. Ich weiß, wann es Zeit ist zu handeln. Jetzt! Die nächste Löschung komme! Löschung? Dann wart ihr... Scheiße. Schluss jetzt mit dem Kauderwelsch! Charleana, so viel Wissen, so wenig Verstand. Baby Yoda, Baby, Baby Yoda, Baby Yoda, Baby, Baby Yoda, Baby Yoda, Baby, Baby Yoda, Baby Yoda, Baby, Baby Yoda. Gute Nacht, Daddel, und schön, dass du da warst. Die Creme war süßes und ich hoffe bis Mittwoch. Ich hoffe, dass du dann auch wieder dabei bist. Bis dahin eine schöne Woche. Willst du mit dem Stab? Das ist doch nur ein Erinnerungsstück und dazu noch zerbrochen. Muss ich dich über deine eigene Kollektion aufklären? Tupsi Mati, oder eher die Steinplakette darin, besitzt außergewöhnliche Kräfte. Zusammen mit dem Horn der Stabspitze ist sie in der Lage, riesige Ätherflüsse aus der Umgebung zu extrahieren und zu konzentrieren. Oder wie sonst glaubst du, hat der alte Louisor eure 12 Götter beschworen, ohne einen einzigen Kristall? Gebete allein reichen nicht, man braucht Massen von Äther, das weiß doch jedes Kind. Herzlichen Dank für die Aufklärung. Damit ist wohl klar, dass ich dir den Stab nur über meine Leiche überlasse. Das wirst du ja nicht. Ein egoistisches Mädchen. Es wäre mir ein Vergnügen, dich auszulöschen. Warum hab ich meinen Bogen endlich wieder eingesteckt? Aber wenn du mir nicht gibst, was mir gehört, dann nehme ich dich eben mit. Oh nein. Warum werde ich eigentlich immer stehen gelassen? Um mich hat sich ein kleiner, wirklich so kleinen furchten Kehricht. Folg ihn. Schnell. Mach schon. Gleich schließt sich der Spalt. Protagonisten-Syndrom. Mach ich das heute noch? Ich glaub nicht, oder?
Wie lange dauert das ungefähr? Du stehst so kurz bei dort. Das ist gemein, Hybrid. Das ist echt gemein. Wie lange dauert das ungefähr? Das Finden einer Truppe jetzt mal nicht mit eingerechnet. Ja, Nox, du willst das doch auch. Ich kenn dich. Soweit. Ihr wollt das doch beide. Du musst also, ihr müsst doch vorher pinkeln. 5 bis 6 Minuten. Wann ist das leer? Gut, ich gehe vorher pinkeln. Ich weiß noch nicht, ob ich es mache, aber ich gehe vorher pinkeln. Egal, was kommt. Ich bin erstmal pinkeln. Gut, dass es auf der Arbeit Kaffee gibt. So, wie gesagt, ich bin erstmal kurz pinkeln. Bis dahin habe ich Zeit zu überlegen. Na? Bis gleich.